Willkommen zurück zu Let's Play Bioshock 2. Mich hat der Forscher dran gerissen. Ich finde ihn toll. Wir haben hier Level 1 Belohnung bei Big Daddy. Needhead Splicer haben wir auch schon, die Level 1 Belohnung. Sicherheit. Arbeiten wir noch dran? Aber je höher wir das haben, desto mehr Schaden machen wir an denen. Also desto besser verstehen wir diese Leute, gegen die wir kämpfen, und ja, desto mehr Schaden machen wir dann auch dementsprechend. Ich höre doch hier schon wieder so eine Olle rumguckeln. Oh nein. Wie gerne würde ich dieses Material veröffentlichen? Das würde Geld bringen. Sinclair sagt, Ryan geht gegen Sophia Lamb vor und ich soll dabei mitmischen. Sie bauen was auf, dass Lamb insgeheim eine Kommunistin ist. So eine Art Undercover-Agentin. Ich mache mich an diesen Wales ran. Der arbeitet für die Lamb. Ich tue so, als wollte ich beitreten. Dann werden wir ja sehen, ob er sich seinen Bart wegen Jesus steht. Da ist einer von diesen Giganten. Ach nein, echt? An, filme ihn und dann deck ihn ordentlich ein. Ich bin schon dabei. Ich warte nur darauf, dass er mir nachgelaufen kommt. Ja, sorry Leute, das Tagebuch werden wir gleich normal hören. Also zu Ende. Hallo? Hallo? Ich war noch nicht fertig mit dir. Bleib hier. Hey! Feigling! Lass dich zu Ende fotografieren von mir. Ach, geht weg. Haut ab. Ich muss den dann holen. Lass mich in Ruhe, Mann! Bleib stehen, Mann! Hä? Ah, toll, jetzt habe ich ihn getötet, ohne ihn zu fotografieren, oder was? Ja, ich weiß, dass ich keine Munition mehr hatte, deswegen war ich jetzt im Nahkampf. Ey, was war das denn jetzt? Warum ist der abgehauen? Leute, erklärt mir das. Das fand ich uncool. Der Sack ist einfach abgehauen. Ich hab keinen Bock mehr gehabt auf den Kampf, weil er so wenig Leben und dann war er weg. Arschloch. Rosie? Hast du Rosie noch was für mich? Nein, hat sie nicht. Ja, toll. Stehe ich wieder am Anfang des Levels und ich drück mal M. Ich guck mal nach. Habe ich jetzt meine... Oh, dieses Rauszoomen, das... Als ob man heutzutage niemand mehr ein Mausrad hat, oder was? Ja, ich habe keine Ahnung, ob es jetzt geschafft wurde oder nicht. Weil der Kollege da oben ja einfach der Meinung war, ich lauf weg, ich habe keinen Bock mit dir zu kämpfen. Mann, das ist ärgerlich. Das regt mich auf. Ich finde das sowas zu kotzen. Oh, Moment, ich kann ja von mal entdecken. Von nach rechts gehen. Nach rechts gehen, danke. Nein, natürlich nicht ganz voll. Toll. Super, müssen wir uns noch so einen Bud Spencer suchen. Aber erstmal untersuche ich hier alles weiter. 6. Ach, hier habe ich ja nichts mehr drin. Ja. Nehmen wir halt den Schrott. Weil da unten ist eine Kamera und da möchte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt reinlaufen. Warum zum Teufel laufen die alle jetzt hier weg? Was soll denn der Dreck? Könntet ihr das bitte sein lassen? Ey, das ist zum Kotzen, Leute. Nicht weglaufen. Habe ich dir nicht erlaubt. Ihr Schweine, ja. Kannst du nochmal Schweine rufen? Ist mir egal. Ich habe gesagt, nicht weglaufen, dann wird hier auch nicht weggelaufen. So, was ist die Kamera? Ja. Und F. Und F. Oh nein. Wo ist die Kamera? Ja, Verbandskasten nutzen. Da ist sie. F. Und F. Und perfekt. Sehr schön. Ja, mir gehen die ganzen Sachen zu Neige und es gefällt mir nicht. Das ist noch toll. Kurz auf die Uhr gucken. Ich bin hier wieder voll in dem Spiel gefangen. Ach, genug Zeit. Jede Menge. Ohne Ende. Ohrtreibstoff brauchen wir nicht. Genbank. Telekinese wollen wir nicht mitnehmen. Also haben wir nichts Neues bekommen. Weil ja hier Bud Spencer weggelaufen ist. Aber ich kann doch hier einfach mal alles hacken. Es gibt ja immer wieder was Kostenloses. Bohrer Treibstoff bei. Ja, Nieten. Danke. Danke.
über die Hop-Hop-Hop-Gala. Ja. Yeah. Eventuell werde ich dazu mit jemandem noch ein Lied machen. Aber das werdet ihr sehen. Noch verrate ich nichts. First Age, yeah. Boah, ist das ein Dreck. Kann das nicht einfach rausplumpschen, wie es sonst immer macht? Ein kleiner. Wo ist denn Adam? Da drüben. Nein, für Adam fühle ich mich gerade nicht stark genug. Weil, ja, ein paar Nieten haben wir. Hier, Vater. Du entwickelst dich schnell, aber dein Herz wird schwächer. Ich kann dich am Leben erhalten, aber dazu musst du mich finden. Wir sind dabei. Genau, wo sie auch gerade mit uns geredet hat. Wir sind in Popper's Drop. Meine Familie wohnte 32 Nein. in St. Louis Hooverville. Aber Popper's Drop ist... Popper's Drop ist das übelste Viertel in Rapture. Okay, wir müssen nach ganz oben. Das aber ganz hier gibt's oben, noch Wohnungen zu erschwinglichen Preisen. Hallo. Danke. Wie gerne würde ich dieses Material veröffentlichen. Das würde Geld bringen. Sinclair sagt, Ryan geht gegen Sophia Lamb vor und ich soll dabei mitmischen. Sie bauen was auf, dass Lamb insgeheim eine Kommunistin ist. So eine Art Undercover-Agentin. Ich mache mich an diesen Wales ran. Der arbeitet für die Lamb. Ich tue so, als wollte ich beitreten. Dann werden wir ja sehen, ob er sich seinen Bart wegen Jesus stehen lässt oder wegen Karl Marx. Okay, gut. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. So, neues Plasmid. Verwirre deine Gegner, damit sie sich gegenseitig zerfleischen. Das hört sich nett an. Zerbrennen, Abfackeln bleibt drinne, ich hätte meinen Winterblast die ganze Zeit nutzen können. Es bleibt aber erstmal alles drinne. So, Winterblast. Der nächste Gegner, der mir jetzt unter die Füße kommt, unter die Hände, kriegt einen Winterblaster. Versprochen, Leute. Es tut mir leid. Ich hab's voll verpennt. Ja, ja, neue Sachen und was mache ich? Ich benutze jetzt 50 Folgen später. Ihr kennt das ja von mir. Telefon? Ich gehe nach Hause telefonieren. Nein, aber hier gibt's nichts zu entdecken. Mann! Hey, ihr! Zugespleißer, Forschungsbonus, älter Schaden plus Zugespleißer anfällig für Antipersonenkugeln. Nein, echt? So, mal kurz einfrieren, neu fotografieren. Und 17. Na toll. Das hat mir jetzt sehr viel gegeben. Ach, Mann. Und, Leute, ich lasse das mit dem Winterblast, weil dann kann ich nicht mehr aufsammeln. Die lassen da nichts mehr liegen. Das ist doof. Ja, es war eine nette Idee. Für die großen Gegner werde ich es benutzen, aber für die kleinen nö. Aber jetzt habe ich euch den Winterblast gezeigt. Ja, ja, ihr könnt euch nicht mehr beschweren. Okay. Moment, Moment. Klavier benutzen. Ja. Hört ihr es? Funktioniert nicht. Ist kaputt. Und weil das Klavier kaputt ist, beenden wir die Folge auch hier. Ich bin Hello 1986. Wir spielen mit einem kaputten Klavier bei Schutz 2. Bis zum nächsten Mal. Ciao.